Herzlich willkommen bei uns zu Hause. Kommt rein. Wir sind jetzt hier bei uns im Flur und bei den türkischen Fluren ist es generell so, die Garderobe schon meistens mit eingebaut ist und das, was ganz cool ist, ist hier, dass so ein Riesenspiegel da ist. Ich mache die Garderobe lieber nicht auf, weil es ist ein reinster Chaos. Und der Unterschied zwischen deutschen und türkischen Wohnungen ist, dass ihr ja, glaube ich, Heizkosten, Wasserkosten und so pauschal jeden Monat immer dasselbe bezahlt. Und ich glaube, am Ende des Jahres muss man dann halt was drauf bezahlen oder man kriegt was zurück. Bei uns ist es so, wir kriegen dann so einen Schrieb jeden Monat und wir müssen immer das bezahlen, was wir auch verbrauchen. Und wenn du das mal dann nicht überwiesen hast, dann wird dir auch sofort der Strom abgestellt oder das Wasser. Bei uns an der Tür haben wir meistens noch hier so einen kleinen Monitor. Dort können wir nämlich sehen, wenn einer klingelt natürlich, wer dann draußen ist und können dann entscheiden, ob wir aufmachen oder nicht. Und natürlich das Sicherheitssystem der türkischen Türen. Es hat 1000 Möglichkeiten, die Tür abzuschließen, weil hier ist natürlich die Einbrecherrate ein bisschen höher als wir in Deutschland. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Küche. So, wie ihr seht, sind wir jetzt in meiner Küche. Und das, was ich in dieser Küche liebe, ist, sie ist einfach, ihr seht, überdimensional groß. Und ich habe hier einfach meinen Raum. Also die meiste Zeit in meinem Alltag verbringe ich wirklich in der Küche, weil es hier einfach so chillig und gemütlich ist. Ich habe meinen Esstisch auch hier in die Küche reingeholt, weil hier einfach der Platz dafür ist. Und das ist ein riesen Esstisch, ihr seht. Ihr fragt immer alle nach den Fliesen. Ich habe keine Ahnung, was für Fliesen das sind, aber ich finde sie auch ganz schön. Noch ein Unterschied ist natürlich, dass wir, es ist jetzt gerade ein bisschen dreckig, das ist ein wirklicher Real-Life-Roomtour. Ich kann es immer nicht ab, wenn ich so Roomtouren sehe, dann sehe ich so, wow, alles wie aus dem Katalog. Kein einziger Staubkorn, aber bei uns ist es jetzt gerade so wirklich, wie es ist. Und deswegen ist es auch ein bisschen dreckig. Aber wir haben hier generell immer diese Gasherde und die machst du dann einfach so an, ne? Und dann hast du hier direkt eine Flamme. Das funktioniert, also das Kochen funktioniert einfach viel, viel besser. Ja, habt ihr wahrscheinlich schon gerade gesehen. Ich habe hier unten 19 Liter an Wasser und zwar haben wir das in der Regel so, dass wir nicht Wasser aus der Leitung trinken, sondern wir kriegen das Wasser immer geliefert und das sind 19 Liter, Kostenpunkt ca. 2 bis 3 Euro und sobald das leer ist, rufen wir an, bringt eine neue, tauschen wir einmal aus und auch ein Unterschied ist, dass wir hier regeln können, ob wir warmes Wasser, wie warm das sein soll und so. Das könnt ihr, glaube ich, in Deutschland nicht, soweit ich weiß. Und ihr seht, ich habe hier noch ein bisschen Wäsche drin, also die muss noch gefaltet werden. Ja, ihr seht, also meine Küche ist relativ groß und hier haben wir noch so Mikrowelle. Und übrigens, bei den Türken, hier gibt es immer noch mal extra Geschirr für den Besuch. Also der Besuch wird nicht mit normalen Geschirr gegessen. Nein, die kriegen das Beste vom Besten. Hier hinten haben wir jetzt noch unseren Kühlschrank. Den mache ich jetzt lieber nicht auf. Aber auch bei den Türken sehr beliebt ist immer dieses Magnet. Aber das haben, glaube ich, die Deutschen auch. So, ich glaube, das wäre es jetzt erstmal an den Unterschieden in der Küche, würde ich sagen. Der Müll wird übrigens jeden Abend abgeholt. Also da brauche ich nicht extra zum Müll. Aber der kostet dann halt auch Geld. Natürlich ist es Luxus, aber du zahlst dann im Monat nochmal so 20 Euro, dass halt jeden Abend der Müll dann abgeholt wird. Und das ist eigentlich eine gute Sache. So, jetzt würde ich sagen, geht's weiter ins Wohnzimmer. Ihr seht, was ich gerade hier in der Hand habe. Ein Dantel. Das ist was geht. Das ist das Must-Have der türkischen Frauen. Und zwar wird es einfach überall, ich habe es jetzt nicht, weil ich es einfach hässlich finde, es wird überall dekoriert. Und zwar zum Beispiel jetzt hier über der Hanfi-Anlage hat man dann einfach mal hier so ein Dantel. Oder am besten noch ganz oldschool über den Fernseher, habe ich auch schon ganz oft gesehen. Also ich finde es ganz schlimm, deswegen habe ich es gar nicht. Ich habe diese Dantel zwar da, aber ich habe sie nie benutzt. Also ich habe meine Möbel relativ schlicht gehalten. Die habe ich übrigens aus Kellebeck geholt. Und die waren zwar ein bisschen teurer, aber ich wollte halt ein bisschen was Stabiles haben. Dann hat eigentlich jedes Möbelstück auch immer so eine Vitrine. Hier hat man auch das gute Geschirr immer drin, die guten Gläser. Und da habe ich noch so ein paar Bilderrahmen drin. Hier habe ich übrigens meinen Brautstrauß. Den finde ich so schön. Guck mal, der ist zwar unecht, aber der sieht so echt und so schön aus. Es war einfach nur ein Traum. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Zeit zurück. Dann gehen wir weiter. Da haben auch ganz viele gefragt. Und zwar habe ich hier eine kleine Bilderwand gemacht. Die Bilderwand ist selber noch nicht ganz fertig, aber der Ansatz ist schon mal, glaube ich, ganz gut.
Bei den Türken gibt es übrigens zwei Arten von Wohnzimmer. Einmal das Wohnzimmer, was man täglich benutzt, und einmal das Gästewohnzimmer. Ja, es ist unglaublich. Es gibt extra für Gäste eigentlich immer noch ein Wohnzimmer. Also das heißt, dieses Zimmer ist auch meistens verschlossen und blitzeblank sauber, wenn im Notfall mal Gäste kommen, dass man dann einfach sagt, so, ihr könnt jetzt in dieses Zimmer hier reingehen. Wenn jetzt bei mir, ganz ehrlich, ein Überraschungsbesuch kommen würde, das würde hier aussehen wie Saustall. Und ja, dieses extra Wohnzimmer habe ich halt nicht. Und eigentlich hätte ich es hier schon, aber ich habe es in Hamsas Zimmer umgebaut. So, ich sitze jetzt hier auf meiner Couch. Die ist auch von der Firma Kellebeck und die ist eigentlich relativ bequem. Und wenn ich dann Fernsehen gucke, dann gucke ich meistens so und hier chill dann eine Runde ab. Die Türken haben immer noch extra so Sehpas, das sind so kleine Tische, die man dann nochmal zusätzlich davor legt, damit man sich nicht nochmal, zum Beispiel wenn man Chai trinkt, damit man sich nicht nochmal so, ja, damit man es direkt so vor einem hat. Also, ja, typisch türkisch, ne? Ganz wichtiger Punkt bei den Türken sind die Gardinen. Das ist so dieses Aushängeschild der Wohnung überhaupt. Die Gardinen müssen immer on fleek sein bei mir. Ich habe einfach stinknormale genommen, wobei die auch arschteuer waren, ne? Aber ich lege da nicht so viel Wert drauf, ne? Was noch ganz üblich in den türkischen Wohnungen ist, dass wir oben eine Klimaanlage haben. In den Neubauwohnungen sind die meistens schon mit eingebaut, weil es im Sommer wirklich so heiß ist, dass es kaum auszuhalten ist. Aber wir haben unsere anmontieren lassen. Also hier halten wir uns relativ wenig auf, muss ich sagen. Und ich würde sagen, wir gehen ins Badezimmer über einmal hier entlang. Wir sind jetzt hier in der anderen Seite vom Flur. Übrigens hat meine Wohnung 100, 135 Quadratmeter. Kostenpunkt sind circa so 400, 450 Euro. Ja, für deutsche Verhältnisse ist das natürlich günstig, aber für die türkischen Verhältnisse geht gar nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt ins Badezimmer. Ihr kennt wahrscheinlich mein Badezimmer schon, wenn ihr mein letztes oder meine letzten Videos gesehen habt. Falls nicht, verlinke ich euch das am Ende des Videos nochmal. Das ist mein Badezimmer. Es ist relativ groß, würde ich sagen. Und die Unterschiede zeige ich euch jetzt. Wir haben hier zum Beispiel immer die Waschmaschinen. Die sind immer hier meistens nochmal so versteckt, damit die nicht jeder sieht. Nee, ahnt ja auch keiner, dass da eine Waschmaschine drin ist. Aber es sieht einfach schöner aus. Dann haben wir hier nochmal einen Schrank, einen sehr, sehr schönen großen Spiegel. Das ist übrigens alles schon mit in der Wohnung drin. Also das muss ich jetzt nicht extra kaufen. Meistens haben die Wohnungen zwei Toiletten, sogar drei Toiletten. Und zwar kennt ihr das wahrscheinlich, diese Variante. Und zwar die Alaturka-Toilette, sagen wir immer, die zum Hinknien. Das ist eigentlich hygienisch, ist das eigentlich sehr gut und natürlich auch so flutscht das nachher ein bisschen besser. Ich will es gar nicht sagen, aber es flutscht wirklich besser, wenn man sich hinkniet. Und wir haben hier die Alafranga-Toilette. Der Unterschied ist, habt ihr wahrscheinlich in meinem Putzvideo auch schon gesehen, hier ist so ein kleiner Wasserhahn. Und zwar kann man dann hier so einen kleinen, seht ihr selber, hoch. Sowas in der Art, damit man sich den Allerwertesten sauber machen kann. Also man macht das einmal an und das spült die ganze Kacke im wahrsten Sinne weg. Und dann hat man einen reinen Poschi jedes Mal. Das ist halt kulturell, das ist bei den Moslems hygienisch, wird das einfach so betrieben. Dann haben wir hier noch eine kleine Lüftung, also eine große Lüftung. Ich glaube, bei den Deutschen haben die meistens immer Fenster, ne? Ja, wir haben die Lüftung. Und was bei mir halt ganz gut ist, es ist auch nicht gang und gäbe, aber dass meine Duschkabine relativ groß ist und da passen drei, vier Leute zum Duschen rein. Also immer das ist richtig schön gemütlich. Ja, also mein Badezimmer ist relativ geräumig und ich glaube, das war es jetzt erstmal hier mit dem Badezimmer. Wir sind jetzt hier in meinem Schlafzimmer. Es ist eigentlich relativ unspektakulär. Wir haben einmal eine riesen Garderobe. Dann haben wir hier auch mein Bett, wo der liebe Hamza gerade drauf spielt. Spielst du, mein Schatz? Spitzig Ja, und ja, das ist mein Bett. Es ist eigentlich relativ 1,60, es ist relativ geräumig. Ich habe hier noch ein Duschtoilette im Schlafzimmer drin. Ich weiß nicht, warum wir das in diesen Schlafzimmern haben. Ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht und ich glaube, ich weiß nicht, es ist mir auch gerade echt unangenehm, aber ich glaube, dass das kleine Badezimmer dafür da ist, dass man, wenn man nach dem Geschlechtsakt dann sich einfach da reinwäscht oder sich einfach schnell duschen kann, ohne das Schlafzimmer zu verlassen. Ich wüsste jetzt nicht, weshalb da noch ein extra Badezimmer drin ist. Wobei ich sagen muss, in Amerika oder so sind die, glaube ich, auch, haben die das auch im Schlafzimmer drin. Nur in Deutschland habe ich es noch nicht gesehen. Und meistens haben die auch, wie zum Beispiel bei meiner alten Wohnung, auch
in den Neubauten schon ein Ankleidezimmer mit drin. Das ist auch richtig praktisch. Dann habe ich hier einen kleinen, total unnötigen Balkon und hier auf dem Boden liegen auch gerade wieder die Socken von meinem Mann und ich kriege die Krise. Wenn ich hier jetzt einmal so auf den Knopf drücke, dann kann ich diese Rollläden einmal runterfahren und ich habe dann komplett, bin ich dann abgeschirmt von der Außenwelt sozusagen. Mir ist es leider einmal passiert, dass ich alle Rollläden runter hatte und dann ist plötzlich der Strom ausgefallen und dann saß ich hier stockdunkeln. Och, das war ganz schlimm. Ein Glück hatte ich noch irgendwo ein Feuerzeug gefunden. Und jetzt würde ich sagen, ist da jemand müde? Würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt in Hamzas Zimmer über. Zu kurzer Schluss, hier ist noch ein Riesenzimmer. Das zeige ich euch jetzt nicht, weil es mein Studio ist. Und ich habe hier aber in dem Studio noch Hamzas Bett mit drinne, weil ich die Zimmer schon getrennt habe, mit Kamera angebaut und dieses Extrazimmer ist noch relativ geräumig. Eigentlich kann ich, also ich benutze dieses Zimmer auch als Gästezimmer, als Studio, als Hamzas Zimmer. Also so, das war die typisch türkische Wohnung, würde ich sagen. Wenn euch noch was einfällt, dann pustet mir das bitte in die Kommentare. Wenn ihr meine letzten beiden Videos noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr hier gerne klicken. Und ansonsten dürft ihr mich hier oben gerne, gerne abonnieren. Und ich würde jetzt sagen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.